könnten Skiprofis besser trainieren als in der Wiege des alpinen Skilaufs? Richtig, nirgends. Genau aus diesem Grund machen die ÖSV-Stars regelmäßig Station in St. Anton am Arlberg, um an ihren Fähigkeiten zu feilen. Wie kann man sich so einen klassischen Trainingstag vorstellen? Ja, bei uns ein Tagesablauf schaut so aus, dass wir in der frühzeitig aufstehen. Da machen sie immer ein kleines Kondition-Warm-up-Programm, um den Körper zu aktivieren. Danach geht es raus auf die Piste, die Läufer dann den Lauf besichtigen, dann sich auch ein bisschen einfahren. Dann geht es an den Start, nochmal aktivieren und dann wird ca. 6 bis 7 Runden absolviert im Kurs drinnen, wo man an der Technik arbeitet und auch an den Abstimmungen. Da zum Beispiel jetzt in St. Anton haben wir sehr eisige Pisten gemacht, weil vielleicht die Rennen die nächsten eisig werden und da muss man immer an den Abstimmungen arbeiten, sprich Schuh, Ski und so weiter. Und das wird dann durchgefahren. Danach geht es zurück ins Quartier, Mittagessen. Dann gibt es nachmittag eine Konditionseinheit, was ca. 2 Stunden dauert. Und dann geht es zum Physiotherapeuten, einfach den Körper wieder frisch zu machen. Und dann geht es an die Videoanalyse. Also ist eigentlich der Tag bis 8 Uhr am Abend, 9 ausgefüllt. Auch wenn die Pisten in St. Anton normalerweise nicht eisig, sondern in einem Top-Zustand sind, eignet sich der Ort ideal fürs Training. Ja, wir versuchen natürlich Woche für Woche die Weltcuporte zu simulieren, sprich ähnliches Gelände zu haben und ähnliche Pistenbedingungen. Also nach denen sucht man eigentlich die Trainingsorte aus. Da in St. Anton, auf den Hang, wo wir trainieren, der ist eigentlich für sehr, sehr viele Slalomrennen perfekt, weil wir da alles haben. Wir haben steil, wir haben flach, wir haben Übergänge. Also es ist wirklich ein Hang, was man sehr oft benutzen kann. Naturgemäß sehr gelegen kommt ein Training in St. Anton. Lokalmatador Mario Matt. Ja, für mich ist es natürlich perfekt, weil es daheim ist da in St. Anton und ja, weil man doch am Fang draußen die Steilheit hat und die Übergänge, was, ja, wo man super Material testen kann, wo man alles probieren kann und uns Material optimal für den Weltcup dann für die nächsten Rennen abstimmen kann. Matt ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern nimmt das Training mehr als ernst und hat nach wie vor ambitionierte Ziele. Ziel ist natürlich, dass sie die Leistung, was ich drauf habe, was ich im Training zeigt, dass ich das jetzt im Rennen umsetze. Ich habe heuer ein bisschen Pech gehabt durch die Ausfälle. Aber ja, trotzdem eigentlich sehr schnell und hoffe, dass ich das 2 Läufe ins Ziel bringe. Und dann ist eigentlich bei jedem Rennen alles möglich. Alles möglich sollte für jemanden, der derart eisige Pisten bezwingt, definitiv sein. Mittlerweile dürfen sich übrigens auch Normalsterbliche wieder auf die Strecke am Fang wagen. Die Pisten sind wieder in einem gewohnt gutem Zustand.